Nicht wenige von euch nutzen das iPhone ganz bestimmt auch zum Einschlafen. In vielen Radioweckern gibt es die Funktion, dass nach einer bestimmten Zeit die Wiedergabe automatisch gestoppt wird. Das heißt, das Ganze läuft eben nicht die ganze Nacht wie ein Fernseher, sondern hört dann automatisch auf. Auf dem iPhone geht sowas auch, vollautomatisch und sehr schnell und einfach. Wie das genau funktioniert, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und in diesem Video sprechen wir über das Thema Einschlafen mit Musik. Das iPhone hat hierfür schon eine Technik eingebaut, die sehr gut funktioniert und die ich euch nun demonstrieren möchte. Wir stellen zunächst einmal die Zeit ein. Dafür gehen wir einmal auf die Uhr und klicken rechts unten auf den Timer. Hier stellen wir die Zeit ein, die wir haben wollen. Wir stellen mal einmal 10 Sekunden ein, klicken auf Timer Ende und haben dann, wenn wir ganz runter gescrollt haben, den Punkt Wiedergabe stoppen. Wiedergabe stoppen bedeutet, er stoppt eine Wiedergabe, egal aus welchem Programm sie gerade läuft, wie zum Beispiel iTunes. Wir klicken einmal drauf, sodass das Häkchen an ist und klicken dann auf Einstellen. Nun seht ihr, dass eben hier der Punkt Start grün ist und wir könnten theoretisch den Timer starten. Also testen wir das Ganze mal. Wir gehen einmal in iTunes hinein, wechseln einmal auf Radio und suchen uns dann irgendein Radio aus, wie zum Beispiel BBC World Service. Wir klicken einmal drauf, das Ganze wird nun einmal geladen und wir stellen uns einfach vor, das wäre jetzt Musik. Wir gehen einmal in unsere Timer-App und gehen einmal auf Start, sodass der Timer 10 Sekunden startet. Das war's auch schon. Die App hat automatisch iTunes gestoppt und ihr könnt jetzt ganz normal schlafen, ohne dass das Ganze weiterläuft. Eine wirklich tolle Sache. Wir wechseln noch einmal in den Timer hinein. Ich zeige euch das noch einmal. Ihr wechselt einmal in die Uhr, klickt rechts unten auf den Timer, stellt einmal eure Zeit an, die ihr haben möchtet, wie zum Beispiel eine Stunde. Timerende wäre Wiedergabe stoppen und klicken einmal auf Start, nachdem ihr die Musik ausgewählt habt. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.